rechtlichen Winkel und trifft ins Tor. Wim Jonk, der zweite Niederländer in den Diensten von Inter Mailand. Schauen Sie sich an, was da jetzt den Spielern von Inter wie ein Stein vom Herzen kommt. Da kommt der Pass von Ruben Sosa auf Wim Jonk. Da hilft auch die Attacke jetzt nichts mehr und er schlappt den Ball mit Gefühl, mit dem rechten Fuß drüber. Leiner kommt zu spät, Konrad wirft sich und über den werfenden Konrad hinweg hebt er den Ball ins Tor. Ruben Sosa. Und Jonk aus fast schon unmöglichen Winkel, weil er es ganz geschickt macht, schlappt den Ball. Da schauen Sie hin mit dem rechten Fuß im Stile eben eines Weltklasse-Fußballers ins Tor. Vorbei an Leiner. Und er bringt ihn ins Tor. Nun gut, zwei Tore daneben für die Salzburger. Dann stimmt die Rechnung. Es gibt keine Verlängerung mehr, das ist hiermit klar. Aber noch ist nichts verloren.